Hallo und herzlich willkommen zu einer Aufnahmesession The Wandering Village. Ich habe die Möglichkeit bekommen, das neue Ocean Update anzutesten mit der Prämisse, dass ich das nicht vor dem 20.07.2023 19 Uhr präsentiere oder freischalte oder wie auch immer. Und ich habe mich dazu entschlossen, das aufzunehmen und nicht im Stream zu spielen, obwohl das mit meiner Community im Stream schon sehr, sehr viel Spaß gemacht hat, weil man einfach die Community-Mitglieder hier mit integrieren kann, dass die hier auf dem Ombu rumlaufen, Arbeiten verrichten etc. pp. Ich werde jetzt ein bisschen reinschauen. Ich habe mir gerade den Spielstand angeguckt, den letzten, den ich gehabt habe. Aber ich möchte ganz ehrlich diesen Spielstand nicht weiterspielen. Da sind schon ziemlich viele Pflanzen da vergiftet. Ombu geht's nicht ganz so gut. Wer sich daran erinnert, der weiß das. Ich weiß nicht, ob ich dran denke, das zu verlinken, aber der letzte Stream ist schon ein bisschen näher. Und ich würde jetzt gerne für das Ocean Update einen neuen Spielstand anfangen, um auch nochmal reinzukommen und nochmal zu sehen, wie alles ganz gut funktioniert. Wir starten ein neues Spiel und ich könnte jetzt sagen, ich glaube, ich halte mich so ein bisschen an das Tutorial, weil schon lange her, aber ich hätte jetzt auch als Neuling anfangen können. Als erfahrener Spieler sehe ich mich nicht und als Veteran schon gar nicht. Aber was interessant ist, hier gibt es Sandbox-Einstellungen, die sagen, du kannst jetzt anhaken, dass die Dorfbewohner nicht sterben, dass Ombu nicht stirbt oder dass zum Beispiel kein manuelles Speichern erlaubt. Ich lasse das mal dran, wir springen ins Tutorial. Bedrohungsstufe 0, Sandbox-Einstellung, keine Sandbox... Warte mal. Aber ich könnte... Weil ich weder möchte, dass der eine noch der andere stirbt. Weil das ist ja immer so das, was uns im Herzen wehtut. Aber die sind gar nicht aktiviert, guck mal. Beim Tutorial wahrscheinlich nicht. Der Dorfälteste zeigt dir, wie du dich um deine Siedlung kümmerst. Nach der Einführung geht dieser Modus nahtlos in den Neulingsschwierigkeitsgrad über. Das lassen wir und sagen... Neustart. Andoria. Ne? Neustart Andoria. Und los geht's. Driven from our homes by the toxic spores, we kept wandering, looking for shelter. But not in our wildest dreams did we imagine what we would find. Hallo Freund, ich bin der Dorfälteste und verantwortlich für die guten Leute hier. Wir, die Nyomane, sind weit gereist und haben im Laufe der Jahre viele harte Zeiten überstehen müssen, aber jetzt sind wir auf ein Onbu, ein legendäres Wesen, das schon vor Jahrhunderten als ausgestorben galt, gestoßen. Als ausgestorben galt gestoßen. Das muss Schicksal gewesen sein. Es hat wohl sehr lange hier im Boden geschlafen. Vielleicht ist es jetzt erwacht, weil das Gift immer tiefer in die Erde sickert. Das arme Ding scheint völlig erschöpft zu sein. Es hat sich wieder hingelegt und ist eingeschlafen. Ich habe mal gelesen, dass Ombu ihre Nährstoffe aus dem Boden ziehen. Ich frage mich, ob es hier draußen überleben kann. Sieht so aus, als müssten wir uns von nun an gegenseitig umeinander kümmern. Meine Erfahrung hat uns bis hierher geführt, aber jetzt ist es an der Zeit, dass du meinen Platz übernimmst und unser Volk an einen besseren Ort führst. Um den Übergang zu erleichtern, könnte ich dir etwas von dem beibringen, was ich gelernt habe.
Ich wäre dein Tutor. Ein Tutorial sozusagen. Was sagst du? Okay, Tutorial ist gestartet. Ich mache jetzt einfach mal ganz kurz mal hier gleich mal Pause. Denn auch ich muss mich, wie gesagt, wieder einfinden. Wir haben 16 Bewohner, die untätig sind. Keine Betten, Wohnqualität minus 25%. Ah ja, Dekoration haben wir auch keine. Angestellte haben wir keine. So, jetzt scroll ich mal ein bisschen raus und dann sehen wir, Ombu hat sich hingelegt. Noch ist hier alles schicki, alles sauber und wir befinden uns ja, seichten Gebiet, ne? Ich würde sagen, was ist das? Ein Gebiet, ach, hier kann ich auch, guck mal hier, mit 4 und 5 kann ich auch beschreiben. Okay. Die Tutorials, die hier erscheinen, werden dir alles beibringen, was du wissen musst. Solltest du aber einmal etwas überprüfen oder genaueres darüber nachlesen wollen, kannst du immer das Notizbuch des Dorfältesten konsultieren. Öffne es mit G oder C auf deiner Tastatur oder indem du auf das Symbol in der oberen rechten Ecke des Bildschirmes anklickst. Also hier haben wir unsere Notizen. Spielziele und so weiter und so fort, Objekte auswählen, Biome. Auf der Weltkarte siehst du, welches Biom sich um dich herum befindet. Ja, aber wie es heißt, weiß ich nicht. Temperatur. Ich weiß nicht, wie es heißt. Hat es denn eine Bezeichnung? So, bewege die Kamera. Maus gedrückt halten, Left Button. Warte, da müssen wir aber erstmal rein hier. So. So. BASD ist das hier bei mir. Mit denen kannst du hier Spielgeschwindigkeit auf vierfach. Aber machen wir auch wieder gleich Pause. Auf einfach zurück. So. Damit wir die grundlegenden Mechaniken auch kennen. Unterkünfte bieten dir die Dorfbewohner viele Vorteile. Kehre zum Dorf an sich zurück und baue Zelte, indem du das Symbolgebäudemenü drückst. Baue mindestens 6 Zelte. So. Und ich möchte es tatsächlich diesmal ein wenig schlauer angehen, was gar nicht so einfach ist. Aber wir werden es mal probieren, dass wir das Dorf so ein bisschen in der Mitte des Onbu ansiedeln. Wir bauen Zelte. Und zwar auf die ganz schnelle 1. Ey. 2. Kann man das nicht gedrückt halten? 3, 4, 5, 6. So. Dann lassen wir die mal jetzt langsam hier machen und tun. Wie schnell sie doch arbeiten, ne? Ruckzuck. Zelte sind errichtet worden. So, wir sollen Holz sammeln. Mindestens 10 Holz sollen wir sammeln. Ich würde gleich hier vorne mal anfangen. Wir brauchen die Sichel. Genau. So. Und dann auf 8 Zelte erhöhen. Genau. Oh, das ist Musik.
Musik in meinen Ohren. Musik in meinen Ohren. Da kommen die Leute, um zu transportieren. Jawohl. Ich glaube, wir müssen dann auch gleich ein Lager bauen, schätze ich mal so ganz grob. Na, guck mal hier, das ist Lager. Materiallager, Wassertank und Silo. So, okay. Ombu schläft. Ombu geht es gut. Also sehen wir hier, wie es Ombu geht. Die Ombu Gift-Level. Hunger und Müdigkeitsanzeigen sind perfekt. Obwohl Müdigkeit geht ja jetzt zurück, weil er schläft. Und wir sollen einen Bärensammler platzieren. Ein Bärensammler ist natürlich immer ganz gut da, wo Bären sind. Schauen wir mal. Hier sind Bären zum Beispiel. Wo sich viele Bären befinden. Das heißt, wir sollen einen Bärensammler bauen. Nahrung, ne? Bärensammler, jawohl. Der deckt diese hier ab, oder? Ah, ein bisschen schwierig hier, ne? Aber so deckt er alle ab. Na, wir gehen hier hinten. Da sind ein paar mehr zu erhaschen, ne? Wir werden den dahin bauen. Und einen Luftbrunnen extrahiert Wasser. Definitiv hier hinter, der muss auch gebaut werden. Aber ich mache den gleichen Fehler wieder, dass ich sage, baue zu viel auf einmal. Ich soll Aufgaben priorisieren. Das heißt, wir machen mal das hier, das Lager, einfach mal priorisiert es, genau. Baue einen Bauernhof. Ein Bauernhof baut man am besten im Grünen, ne? Baue einen Bauernhof. Forschungsgebäude hier, hier. Zimmermann. Haben wir auch noch nicht gehabt. Wir sollen einen Bauernhof bauen. Und zwar werden wir den hier bauen. So. Wir können hier auch noch mal ein bisschen ein paar Beeren sammeln lassen zwischendurch, damit die genug Nahrung haben. So, Ombu schläft in seliger Ruhe und das ist auch gut so. Ich lasse jetzt mal ein bisschen schneller laufen tatsächlich. Denn mehr Aufgaben möchte ich jetzt gerade nicht verteilen. Also während eines Streams mache ich es natürlich so, dass ich das nicht so schnell laufen lasse. Denn da möchten wir natürlich genießen. Also der Bären haben wir noch 184. Geht's eigentlich noch schneller? Ne, vierfache Geschwindigkeit. Okay. Die Nacht bricht herein. Tag 2 beginnt. Der Luftbrunnen wurde errichtet. Oh, es regnet. Das habe ich aber auch noch nie gehabt.
Bestimmende Aktionen, wie zum Beispiel das Auftreten eines Biomsereignisses, verursachte Statuseffekte, die Ombu. Sie werden oben rechts in dem Bildschirm angezeigt. Bewege. Oh. Ja. Feuchtigkeit. Das ist natürlich... Ombu mag keine Feuchtigkeit, so wie es aussieht. Oh. Es ist bald vorbei, Ombu. Bleib ganz ruhig. Es ist bald vorbei. Also, Ombu hat sich jetzt in Bewegung gesetzt. Warte hier. Zack, 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 zack. Machen wir wieder ein bisschen langsamer. So, was wird hier noch benötigt? Steine werden benötigt, die wir nicht haben. Okay. Dann müssen wir mal gucken, dass wir hier ein paar Steine... Hier finden wir Steine. Zack, zack, zack. Oh Gott. Ich habe gerade was gesehen. Neuer Regen. Und Pilze können auch gesammelt werden. Die brauchen wir unbedingt. So, es sind ein paar mehr Steine, die ich jetzt hier genommen habe. Aber für die nächsten Bauten brauchen wir halt auch... Hier brauchen wir auch, den müssen wir die Prio mal ein bisschen hochsetzen, dass die Steine dorthin gebracht werden. Wie machen wir die mal ganz hoch? Sonst werden unsere Beeren nicht lange reichen und die werden auch nicht lange satt machen. Und da kommt die nächste Regenwolke. Och, das ist doch gemein. Das ist doch gemein. Leichter Regen. Und es wird die Luftfeuchtigkeit erhöht. Hier werden wir mal eine Person reinsetzen. Genau. Boah, das ist alles schon befallen hier, Leute. Oh. Ich glaube, ich muss die Kundschafter mal rausnehmen hier. Die müssen mal aufhören zu kundschaften. Die müssen hier mal mithelfen. Kriegt das sonst nicht in den Griff, ne? Oder ich mache das jetzt, dass ich überall alle rausnehme einmal. Dann müssen die alle nämlich was tun hier. Kommt mal her. Einmal Hunger schieben, aber dafür alle die Dekontaminierung wegmachen. Hier, Küche überall einmal raus. Ombu-Küche raus hier. Doktor raus. Zack. Wir müssen jetzt alle einmal hier rangehen und hier was tun. Ah, cool, wie sie alle da hingehen. Ruckzuck. Und Onbu läuft am Fressbefehl vorbei. Echt jetzt? Weil er keinen Hunger hat. Dein Ernst? Guck mal, wie sie jetzt hier alle hier... Sie werden zwar alle krank, warte mal, den Doktor sollten wir vielleicht nicht wegmachen. Den Doktor sollten wir vielleicht lassen. Aber wenigstens wird hier die Vergiftung weggemacht. Wie schnell! Vielleicht sollten wir auch einen zweiten Doktor nehmen. Aber wir sind um die Hälfte weniger. Du legst dich jetzt hier schlafen, oder? Das ist doch der perfekte Platz. Warte, warte. Komm schon. Komm schon hierher. Komm schon. Oh. Genau, er legt sich von alleine hin. Okay, 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 alles klar. Viele meiner Dorfbewohner sind vergiftet, aber nicht mehr lange. Hier, noch ein Arzt, zack. Oh, wir haben die für... Oh, warum bin ich nicht gleich darauf gekommen? Dann können wir die alle wieder da...
alle wieder einsetzen, wo sie hingehören. Oh Gott. So, 1, 2, 3. Hier waren 3. Hier waren nur 2. Hier waren 2. Hütte. Bestätigen. So, hier war eine. Ombu-Küche war eine. Die Kontaminierer brauchen wir nicht. Ich weiß, dass ihr Hunger habt. Den hatte ich hier gar nicht rausgenommen. Guck mal. Ich weiß, dass ihr Hunger habt, aber... Oh nein. Kundschafter waren ja auch noch 2, siehst du? Genau. Die waren auch noch 2. Können wir bei den Ärzten wieder rausnehmen, oder? Und hier wieder 2 reinstecken. Können dann nämlich hier mal das erforschen. Ich habe gerade den Mist weg. Ich glaube, der. Ich hoffe, dass der sich hier nicht bewegt. Doch, der bewegt sich. Gott, nee. Da müssen wir Ombu gleich sagen, dass er laufen muss. Oh, Ombu. Lauf. Und geh. Oh, Gott sei Dank. Nach Nordost. Er akzeptiert meinen Befehl. Oh, super. So, wir sind der Zerstörung, oh Gott, der Vergiftung Herr geworden. Von 126 auf 5 runter. Wir mussten riskieren, dass wir jetzt gerade mal verhungern. Ja, wir nehmen die mit, die nehmen wir auf jeden Fall mit. Wir nehmen sie auf. Wir müssen unter anderem, ja, natürlich sind da 2 Vergiftete dabei, aber wir haben Doktor. Aber wir müssen noch mal ein Zelt bauen. Ein Zelt. Eigentlich könnten wir schon hütten, aber ist egal. So, Kundschafter sind wieder da. Haben Wissen mitgebracht. Ja. Oh, das wird jetzt... Komm, wir haben noch eine giftige Pflanze. Die werdet ihr da wohl wegkriegen, oder? Oh. Da. Priorität hoch. Los jetzt. Weg damit. Wir haben es geschafft. Wir sind der Herr Zerstörung her geworden. Oh, guckt mal. Was ist das? Festungsruinen. Oh, wieso läuft er denn da lang? Ich habe doch... Aber es ist egal, es ist bei beiden der Ozean. Oh, wie cool. Aber hier sind keine Festungsruinen. Können wir die trotzdem nehmen? Pass mal auf. Warte, hier, was ist? Wir nehmen sie auf. Bestätigen. Natürlich. Wir brauchen Hütten. So, erforsche Gartenbau. Dekoriere 3 Häuser, machen wir später. Ich würde gerne... Was machst du da jetzt? Ach, du willst dich da hinlegen. Okay. Hier würde ich nochmal Kundschafter hinschicken. Schlafbefehl. So. Wir müssen hier mal... Brauchen wir ein paar Bäumchen. So. Weil wir brauchen Hütten.
Ah nee, Hütten, warte mal. Hütten. Eine. Und noch eine. So. So, jetzt gehen wir ins Meer. Wir gehen ins Meer. Jetzt bin ich ja mal gespannt, wie das aussieht. Machen wir gleich. Dekoration bauen tun wir gleich. Oha, jetzt bin ich ja mal gespannt. Oha, komm, wir machen mal ein weniger. Ui. Ein bisschen Angst macht es mir, weil mir auch mitgeteilt wurde. Verringere wird schwimmen müssen, um es zu durchqueren, was seine Herzqualität deutlich erhöht. Darüber hinaus kann es auf Inseln schlafen, wodurch sein Energiehaushalt zur Priorität wird. Also sein Energiehaushalt ist ziemlich hoch, wenn er müde ist, aber auch du hast die Möglichkeit, seinen Energiehaushalt zu beeinflussen. Zum Beispiel kannst du den Schlafbefehl für Hornbläser erforschen. Das mache ich ja gerade. Also ist dieser Pilz eine Insel, wo er sich quasi... ausruhen kann. Wir werden ihm jetzt mal füttern. Nebenbei. Ich hoffe, das kann er. Ja. Sehr schön. Oh, das sieht so cool aus. Er ist aber immer noch nicht so richtig einverstanden. Sein Vergiftungslevel ist auch schon bei 9%. Onbu Doktor. Nee, wo war der? Das ist der Dorfarzt. Wir mussten Onbu Doktor bauen, ne? Warte mal. Onbu Doktor. Haben wir den nicht schon angeschmissen gehabt? Komm, wir bauen den Onbu Doktor hier hin. Wieso kann ich den hier nicht hinbauen? Okay. Oh, er schwimmt. Wir müssen ihn auf jeden Fall einen Pausebefehl machen lassen. Quasi, wenn er jetzt hier oben ist, dass er dann auch noch mal frisst. Damit er volle Energie. Hier sehen wir die Energie, die er hat, ne? Ach nee, der Expeditionstrupp. Kombo-Müdigkeit 17%. Das war für später. Also er müsste ja jetzt gleich wieder hier aufsetzen auf der Insel. Cool, das ist. Wüsteninsel. Eine Kundschaft der Verfügung. Oh, wir sind noch an der. Ja, guck mal, jetzt stellt er sich wieder hin. Oh, wie cool. Ja, den Schlafbefehl haben wir leider noch nicht zu Ende gedingst, ne?
Und wir sind schon Tag 56. Ombu wedelt mit dem Schwanz. Aber wir wissen nicht, was das bedeutet. Also ich werde ihn auf jeden Fall hier Platz machen lassen. Vielleicht ist er auch so klug und isst was. Bist du so klug und isst die Pilze von alleine oder muss ich dich da... Eine Insel, auf der Ombu sich ausruhen und fressen kann. Ja, ja, ich weiß. Problem ist, dass seine Müdigkeit ja trotzdem höher geht. Seine Müdigkeit wird ja trotzdem höher, ne? Der grüne Ring ist seine Gesundheit. Sehr gut. Onbu ist nebenbei, natürlich. Hier ist auf jeden Fall ein Schiffswrack, was wir jetzt gerade mal kontrollieren. Diese Ruine würde ich auch gerne, aber mal gucken. Er ist. Auf jeden Fall ist er. Das heißt, er kriegt Energie. Aber müde ist er trotzdem und das ist das Problem. Das Problem ist, dass er müde ist dann. Und wenn er dann irgendwo einschläft, das wäre die absolute Katastrophe. Ich muss das machen, bevor er noch weiter ermüdet. Okay, hier geht's jetzt wieder los. Ich hoffe, dass... Ich hoffe, dass da hinten jetzt bald was kommt dann. Wir lassen ihn mal ein bisschen schneller. Also nicht ihn, sondern wir spulen ein bisschen schneller. Oh, da ist ein Weg. Kommen wir hier aus dem Meer wieder raus? Wir könnten nach rechts gehen, da haben wir eine Fressinsel. Okay. Das ist zu schaffen, oder? Onbu, das schaffst du. Egal, was du tust, das schaffst du, ne? Forschungsbaum öffnen. Lagerhaus, Landwirtschaft. Erhöht die Erträge von allen Gebäuden produzierten Ackerpflanzen plus 1, aber setzt Kompost voraus. Verbesserter Trichter. Komm, wir machen verbesserter Trichter. So. Zurück. Oh, Ombu, bitte, du schaffst das, oder? Oh, er hat nur noch halbe Müdigkeit. Oh Gott. Ombu, du musst das schaffen. Ja, wir können jetzt geradeaus oder nach rechts, wobei, ich weiß nicht, wir werden sehen. Noch ein bisschen Zeit haben wir. Erreiche 100% effizient mit einem Bärensammler. Oh.
Wo habe ich denn die 100%? Ja, tatsächlich. Aha. Aha. Wir könnten hier mal ein paar Bäumchen absägen. Was? Wir müssen ihnen helfen. Geben wir ihnen ein paar von unseren Kräutern ab. Wir können sie besser behandeln lassen, wenn wir sie mit nach Ombu nehmen. So. Bestätigen. So. Ja, auch noch zwei Vergiftete. Jawohl. Wir müssen ein bisschen Wissen haben. So, jetzt geradeaus oder rechts? Geradeaus oder rechts? Ich glaube, wir gehen nach rechts. Warte, wir gehen nach rechts. Nach Südosten. Er akzeptiert meinen Befehl. Sehr schön. Also, es wird schwierig, es wird eng. Es wird wirklich eng, dass wir ihn bis hierhin kriegen. Das wird wirklich eng, dass wir ihn bis hierhin kriegen. Das müssen wir dann sehen. Die Frage ist, wenn wir jetzt sagen, schwimm schneller, ob er dann auch schneller müde wird. Knapp ist knapp. Eieieiei. Und dann werden wir ihn zum Schlafen auch überreden können. Das haben wir jetzt zu Ende geforscht. Bitte, 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 komm schon. Das musst du schaffen. Du, oh Gott, oh, unbegehend. Bitte nicht jetzt. Komm, du schaffst das. Ja, du bist fast da. Komm. Du bist fast da. Ich weiß, es ist schwer, aber du bist fast da. Los, noch ein bisschen. Ja. Hier kannst du dich hinlegen. Hier kannst du schlafen. Ui, 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 ui. Herr von Bödefeld. So, hier jetzt. Platz und Schlaf. Oh. Also, sein Schwänzchen liegt noch im Wasser. Aber jetzt kann er erstmal in Ruhe schlafen. Warte mal. Wir brauchen das hier. Ich muss einmal ganz kurz hier langsamer machen. So. Oder war mal Pause. Denn ich möchte mich jetzt einmal ganz kurz mit dem Forschungsbaum in Ruhe befassen. Also, die Hütten haben wir. Häuschen, Spähturm, großer Topf. Ressourcenkosten der Produktion in diesem Gebäude steigen um 1, aber die Produktionsgeschwindigkeit ist um 100% schneller. Essenstand bietet Essen für Dorfbewohner in entlegenen Gegenden an. Landwirtschaft. Warte, lernen, wie man Tomaten pflanzt und erntet. Tomaten sind sehr hitzebeständig und wachsen schnell auf, benötigen dafür viel Wasser. Wir werden das machen mit der Tomate. Damit wir in der Wüste dann Tomaten pflanzen können. Das wäre doch. Die Kakteen bringt zwar Wasser, aber kein Essen. Aber Tomate bringt Essen, oder? So. Tomatenanbau erforschen wir jetzt. So. Was ist das hier? Oh, guck mal. Haha. Nomaden auf Schiffen. Wie cool ist das denn bitte? Ja. So, ich hoffe, dass der Onbu gleich auch noch ist. Machen wir auf Normalplay. Also der schläft ja jetzt hier eine ganze Weile. Und dann können wir auch gleich mal gucken, wie das hier ist. Hier haben wir eine, der die Kacke sammelt. Sehr schön. Und dazu brauchen wir nämlich dann auch den Komposter. Das ist der Mistsammler. Da, Komposthaufen. Den brauchen wir. Und zwar
Aber kompostiert Dung um Kompost, welches als Düngemittel gebraucht wird. Und Biogas, welches von Dekontaminatoren als Brennstoff gebraucht wird, herzustellen. Das sagen die mir jetzt, nachdem ich schon wieder fast einmal gestorben bin. Ich werde den hier mit hinstellen. Zu wenig Ressourcen zur Verfügung. Ja, das weiß ich selber. Aber warum hat der denn so einen Kreis? Das verstehe ich nicht. Oder ist in dem Kreis dann... Oder ist einfach mal hier hin. Wir werden ja sehen, was passiert. Oh, er schnarcht so. Oh, wie süß. So. Wir können hier auch mal ein paar Dings hier, ne? Ein paar Steine nochmal. Die können wir nämlich immer gebrauchen. Und hier, die Bäume haben sie schon weggenommen, sehr gut. Hier ist noch, da können wir noch mal ein paar Bäume wegnehmen. Müsste nachher irgendwann noch mal eine Försterei. Erforsche den Meereswassersammler. Ach, ich bin so blöd. Natürlich, die Meereswassersammler. Ach, Mann. Ich hab's doch vorhin gelesen. Warte mal, wir gehen noch mal rauf. Forschung. Um Ressourcen. Hier, den hätten wir erforschen müssen. Aber ist egal. Machen wir danach. Machen wir danach, ist überhaupt kein Problem. Also hier würde ich ungern hingehen in den Galle- und Blutextraktor beziehungsweise schwarzen Pudding. Da möchte ich gerne nicht reingehen. Aber hier wäre noch interessant, ins Sägewerk, dann in die Baumschule und dann nachher zum Förster. Das wäre interessant. Der Steinbruch und der Glasbläser wäre natürlich interessant. Und hier Verdampfer, Fischerei. Oh, Fischerei, den gibt es hier nämlich auch. Hier, El Grande, Karpfen oder sowas. Der tiefe Steinbruch werden wir wahrscheinlich nicht machen. Schmelzofen stellt Eisen aus Eisenerz und so weiter. Naja, wir müssen auf jeden Fall... Wenn man so überlegt, was hier noch dazugekommen ist, dieses zum Beispiel, diese Erhöhungen für den Dorfarzt und so weiter und so fort, leichte Ausrüstung, mehr Flammenwerfer beim Dekontaminator und so. Aber nur mit Biogas und das ist das Problem. Rationierungsanleitung. Nahrung, die hier konsumiert wird, wird zu 20% nicht vom Lagerbestand abgezogen. Große Körbe. Arbeiter kann plus 5 Nahrung gleichzeitig tragen. Naja. Also es sind diese Erhöhungen. Wenn man diese erforscht, dann werden bestimmte Sachen erhöht. Getreidespeicher. Den müssten wir auch mal... Betum erhöht den Sichtradius auf der Weltkarte. So viel Wissen können wir gar nicht machen. So viel Wissen können wir gar nicht haben. So, Ombu schläft noch den Schlaf des Gerechten. Und hier wird hoffentlich gut gearbeitet. Wie viel Prozent haben wir hier? Oh, 76%, ne? Also nicht schlecht. Hier können wir auch mal. Pilze haben wir echt der wenigen. Könnten wir mal einen reinsetzen. Zwei, guck mal. Wir haben so wenig. Hier können wir mal einen reinsetzen. Wenn die sowieso nicht bauen. Achso, da war der. Hier können wir einen reinsetzen. Und hier ist ja die sinnvolles Fund. Essen haben wir da voll in Arbeit.
Ah, für den Onbu-Doktor brauchen wir auch noch einen. Haben wir jetzt den Arzt, haben wir nur noch einen wieder, ne? Ja. Die Kontaminierer können wir jetzt gerade nicht. Wie sieht's aus mit Onbu-Essen? Da sind 5 Stück drin, sehr gut. Sättigende Onbu-Futter. Onbu-Futter aus Pflanzen und anderen Zutaten. Kann ein Onbu verfüttert werden, um selbst großen Hunger zu stillen? Ah. Verringert die Verdauungsgeschwindigkeit von Onbu, sodass es weniger häufig Stuhlgang hat. Aber ich will, ach so. Erhöht die Verdauungsgeschwindigkeit von Onbu, sodass es häufiger Stuhlgang hat, aber mehr Energie verbraucht. Okay, also bei häufiger Stuhlgang ist vielleicht bei Verstopfung und so, ne? Denke ich mal. So, was fehlt denn hier? Holzbretter. Wir haben echt zu wenig Holz, ne? Sind die Kundschafter noch unterwegs? Nö, ne? Die können mal hier... Können die mal... Und so. So cool. Das sieht aber auch geil aus, ne? Wenn man das so sieht... Hier hat man dann die Ruinen. Festungsruinen. Oder hier diese Schiffswracks. Und auch hier so eine Sandbänke, so eine Wüsten. Mit spärlicher Vegetation. Und es muss gegeben sein, dass er komplett ausgeschlafen hat, bevor er den nächsten Ritt macht. Aber ich glaube, da wird Holz gesammelt. Wir machen mal ein bisschen schneller. Mal gucken. Ja, da wuseln sie. Meine kleinen Arbeiter. Ich hoffe, dass der richtig ausschläft. Dann gleich noch mal 1-2 Happen isst. Die Steine hier sind alle weggesammelt. Guck mal. Wie sieht es hier oben aus? Hier haben wir auch noch ein bisschen was. Der Steine haben wir zwar genug, aber wir wissen, wenn es drauf ankommt, brauchen wir wieder. Und die erste Hütte steht. Jawolla. Die erste Hütte steht. Das heißt, wir haben grundsätzlich genug... Nein, wir haben noch nicht genug Betten. Das stimmt nicht. Guck mal. So, gleich wird Onbu aufwachen und dann geht das Bibbern wieder los. Wir haben echt zu wenig Betten, ne? Also wir müssen noch mal so eine Hütte bauen. Definitiv. Oh, Onbu, bitte friss auch noch was. Bitte, 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 bitte friss auch was. Sei so gut und iss auch noch ein bisschen was. Natürlich nicht. So. Die sind wieder da. Dann nehmen wir die mit. Zum Schiffswrack. Onbu geht. Er geht. Ich weiß, wir müssen Dekoration bauen, möchte ich aber nicht.
Mir wäre es mal lieb, wenn hier der Doktor mal langsam... Ich glaube, wir hauen mal hier die Priorität hoch. Der Grande Zimmermann muss hier mal ein bisschen Gas geben. Wir sollten jetzt... Genau, wir haben mehr Betten, als wir brauchen. Alles ist gut. Sieht so geil aus, ne? So, die Forschung ist fertig. Dann müssen wir mal rein. Wir sollen ja den Meereswasser-Dingelskirchen da... Hier, den sollen wir jetzt erforschen. Das machen wir. Ja? Machen wir ein bisschen schneller. Muss mal gucken, er schwimmt hier. Es ist für mich jetzt nochmal, ich habe jetzt vorhin einmal gebippert, bis er zur nächsten Insel kommt. Es kommt darauf an, wie müde er halt ist. Wenn er müde ist, legt er sich hin und wenn er unter Wasser ist, dann wird er wahrscheinlich dann ertrinken. Die kann ich aber nicht an. Ich glaube, hier kommt dann auch bald wieder Festland. Hoffe ich zumindest. Also wenn jetzt hier kein Festland weit und breit mehr kommt, war doch hier. Oh, sogar mit Schlafplatz. Ja, oh, wie cool. Aber die meisten sind was? Ja, also es ist jetzt diese Ruinen, die ich hier habe und die Schiffswracks sind dazu gekommen. Schwimmen strengt ihn natürlich an, ne? Guck mal, wie das aussieht. Die Schwimmgeschwindigkeit. Kundschafter sind zurückgekehrt. Sie haben 15 Steinplatten mitgebracht. Sehr schön. Dann werden wir die gleich mal... Wo schicken wir jetzt hin? Mal hier auf die... Da. Nee, ist gut. Ich bin auf eine kleine Gruppe gekommen. Ja, die nehmen wir auf, natürlich. Nie. Zwei Gesunde kommen dazu. Das ist immer gut. Gesunde Arbeiter sind immer gute Arbeiter. Oh. Ja, und Onbu hat Hunger natürlich. Würde Onbu gerne zwischendurch einfach mal ein Fütterchen. So. Damit er bei Kräften bleibt. Nicht genügend Ressourcen verfügbar. Ich weiß. Ich hätte mal Holz nehmen sollen, aber ist egal. Also da kommt schon wieder Land. Das heißt, wir könnten quasi Ombo jetzt auch aus dem Meeres, aus dem Ozeanbiom rausholen. Was hatten die jetzt? Meeressammler wurde erforscht. Achso, die hatten Sand mitgebracht. Ja, Sand ist auch nicht schlecht. Weil und so, ne? So, wir werden nichts von dem. Wir machen den Forschungsbaum auf, weil wir möchten die Fischerei erforschen. So. Wir erforschen die Fischerei. So, halb müde ist Onbu, aber er kriegt gleich den Befehl, stehen zu bleiben. Das machen wir einfach mal. Wenn er jetzt gleich wieder auf Land ist, dann werden wir ihn gleich mal hier auch wieder schlafen schicken. Einfach richtig, nicht nur ausruhen, sondern auch schlafen schicken. Ja, hier ist schön und so, super. Er akzeptiert meinen Befehl, das ist supi. Das ist toll, du bist ein... So. Migration möchte ich immer noch nicht machen, denn ich möchte, dass hier mal die Sachen gebaut werden, die ich hier möchte. Ne? Also wir haben jetzt hier noch den Doktor, wir haben hier noch die Hütte
Und wir haben ja auch immer noch den Komposter und wir brauchen Holzbretter. Wir müssen mal hier beim Zimmermann, der hat gar kein Holz oder was? Doch, aber den werden wir mal ein bisschen Hilfe an die Seite stellen, damit das mal passiert. Ja, die Frage ist, lassen wir ihn jetzt noch weiter durch den Ozean, oder? Der Doktor wurde errichtet. So. Geht's jetzt mal ein bisschen langsamer. Und da ist einer erreicht, oder? Ah, nee, wir müssen zwei reinmachen. Okay. Siehste. Was braucht der jetzt? Wenn wir die jetzt... also wir kommen hier an Land und hier an Land. Ne? Wir müssen mal gucken, welches Land da kommt. Mal gucken. Geht mir hier nämlich auch richtig. Der braucht auch Holzbretter. Drei Untätige. Komm, wir können hier nochmal... Ah, da sind volle drinne, guck mal. Deswegen haben wir auch genug Pilze, ne? Können wir auch hier eine in der Küche nochmal mit reintun. Ja. Ja, also ich würde tendieren, dass wir da oben hingehen, nicht in die Wüste gerade. Das ist vielleicht nicht so eine gute Idee. Mit 12 Seetangen sind die zurückgekommen. Was auch immer ich mit Seetangen machen möchte. Wir gehen mal nach Nordost. Und Ombu akzeptiert unseren Befehl. Das kann sein. Wir werden ihm jetzt nichts zu fressen geben, dass er, wenn er hier ist, dann auch essen kann. Ich hoffe, er nur erhält so lange durch. Doch. Und dann sind wir hier auf Land. Hier können wir nochmal die Kundschaft dahin schicken. Holz brauchen wir immer. So, dann ist jetzt noch die Hütte zu bauen und der Komposter. Wenn wir die Fischerei geforscht haben, wird dann wohl noch der Fischer dazu kommen. Der wird wahrscheinlich, wenn wir nicht im Ozean sind, wahrscheinlich nutzlos sein. Oh nein, das ist gar nicht die Wüste. Okay, das ist die Wüste. Können wir das noch ändern? Okay. Dann werden wir ihn wahrscheinlich zwischendurch füttern müssen, aber das ist... Dann lieber da lang. So. Wie sieht's aus? Kriegen wir das hier noch gebacken? Drei sind untätig. Na toll. Also der Kräuterdingsbums, der hat hier gut zu tun. Wie sieht es denn aus mit Kräutern? Da sind richtig viele, wie viele an Bord. Das ist sehr gut. Der Bären macht hier 100% Effizienz. Wow. Wie sieht es bei dir aus? 85. Das ist auch sehr, sehr gut. Wie sieht es aus mit der Kaka? Ja. Müssen wir jetzt nicht haben. Der hat jetzt auch Hilfe gekriegt, genau. Wir können hier ja noch mal ein paar Bäumchen sägen. 1, 6. Wenn wir das hier machen, könnten wir hier eventuell sogar noch einen Bärensammler hinsetzen. Okay, okay, was ist hier mit? Warte mal, warte mal, warte mal, mach mal Platz kurz. Einmal zum Ausruhen. Einmal zum Energie. Ja. Wir sind zwar bald da, aber da können wir noch mal einen Kundschafter hinschicken. Oh, hier können wir noch mal wissen. Oh nein, da ist schon wieder so eine Giftwolke. Ich hätte doch da lang gehen. Ja. Kann man nicht so genau wissen, ne? Fischerei wurde erforscht. Sehr schön. Jetzt müssen wir nur diesen Deko-Kram machen.
Bestimmte Gebäude wie der Mistsammler verschmutzen ihre Umgebung und senken den Dekorationswert der umliegenden Unterkünfte. Mhm. Tag 68. Okay, er rennt weiter. Das sollte er jetzt aber schaffen. Wir gucken uns mal den Forschungsbaum an. Landwirtschaft, Weizen haben wir. Dann nehmen wir jetzt einen Pilz, der Salz zum Wachsen benötigt. Warte mal, Heilpilz. Den werden wir jetzt machen, den Heilpilz. So. Wir können jetzt also... Ombu hat ein neues Biom betreten. Dschungel. Also fast. Aber den kennen wir ja tatsächlich schon. Den kennen wir ja tatsächlich. Also, läuft alles wie Blöcher. Die Rübenernte kommt nicht hinterher. Obwohl da so viele Leute arbeiten. Das ist jetzt eigentlich das perfekte Wetter für die Rübenernte, oder? Ja, perfekt. Wir haben jetzt das perfekte Wetter für die Rübenernte. Lassen ihn jetzt mal ein bisschen langsamer laufen, beziehungsweise normal laufen. Den Schrein nehmen wir noch mit, weil wir Wissen gebrauchen können. So, jetzt mache ich einmal kurz Pause. Und dann müssten wir mal gucken. Also, Rampelpfade, Zelte, Hütten, Arbeitsposten und Forschungsgebäude haben wir hier. Materiallager, Wassertank und Silo. Dann haben wir jetzt hier Fischerei. Fängt Fische, funktioniert nur, wenn Ombu im Wasser ist. Also, man könnte jetzt sagen, wir bauen jetzt hier, weiß ich nicht. Hier würde ich sagen, tatsächlich, mal weiter rüber, könnte man jetzt hier einen Fischer hinbauen. Hier. Ja, das könnte man noch machen. Den Bauernhof könnten wir noch einsam einbauen, dass wir noch mehr Rüben oder Kakteen oder was auch immer. Den Meerwassersammler, den können wir auch hier mit hinsetzen. Der das Meerwasser sammelt. Zack. So. Ein Zimmermann, Steinmetz, Komposthaufen haben wir. Den Mykolo, Ombu-Küche und Futterkatapult. Haben wir die Ombu-Küche? Ja, das ist die hier, ne? Ja, genau. Die haben wir. Und Futterkatapult. Und hier den die Ombu-Apotheke haben wir noch nicht. Die müssten wir bauen. Die müssten wir bauen, die Ombu-Apotheke. Die setzen wir hier aber gleich mal neben den Doktor hin. Dekombinator haben wir gebaut, Kräutergärtner haben wir gebaut und den Dorfarzt haben wir auch gebaut. Und die Kundschafterhütte haben wir gebaut. Und hier geht es jetzt darum, die... Wie soll ich sagen? Dekoration zu bauen. Ich soll ja 3 Dekorationen bauen. Ich würde das jetzt quasi hier hinbauen. Das ist natürlich mitten auf dem Weg, ne? Und wir bauen hier einen Busch. Und hier einen kleinen Busch. Und dann können wir vielleicht hier hinter auch nochmal einen kleinen Busch setzen. So. Damit hätten wir dann dieses hier wohl auch. Das ist aufwertet, das einen Wert von 3 hat. Wo sehe ich das? Wohnqualität 1. Ich weiß es nicht. Dekoration 7 insgesamt. Wieso diese Hütte so rumsteht, weiß ich auch noch nicht so genau. Aber mit der Dekoration werde ich mich jetzt nicht befassen. Ihr seht es aber schon. Busch im gelben Topf. Da gibt es nochmal verschiedenste Möglichkeiten.
ein Topf mit einem blauen Muster aus, dem ein kleiner Busch wächst. Also, der Möglichkeiten viele. Arbeit der Verwaltung gibt's hier noch. Arbeitsposten, da ist alles. Bei Steinmetz und bei Komposthaufen haben wir jeweils nur einen drinne, genauso in der Ombu-Küche. Aber ich glaube, da brauchen wir auch nur einen. Kräutergärtner haben wir nur einen und Dorfarzt haben wir auch nur einen. Aber ansonsten ist da eigentlich ganz gut besetzt. Wir haben zwei Arbeitslose, also es ist jetzt nicht so schlimm. Ich denke mal, der ein oder andere, der das wirklich aktiv spielt und so weiter, der wird das, da wird er genau drauf achten, genauso wann zu welcher Jahreszeit was am besten wächst und so. Aber ihr seht hier oben, wir haben Beeren, wir haben Rüben, wir haben Kräuter, wir haben auch Pilze, Hartenpilze. Dunk haben wir mittlerweile. Jetzt müsste man noch mal gucken, wie das ist. Kann man jetzt hier mit Dunk arbeiten oder muss man das irgendwie... Ah, guck mal hier, dann kann man das auch. Man kann den Bauernhof upgraden auf Dünger oder auf Landarbeiter. Und zwar hier in der Forschung müssten wir dann Dünger und Landarbeiter forschen. Und dann wird da ein Schuh draus. Den Luftbrunnen haben wir ja schon verbessert. Der läuft also auf Hochtouren. Und wir haben den, glaube ich, auch... Haben wir den schon komplett ausgebaut? Ich glaube, hier fehlt auch noch eine Stufe. Genau, der automatische Sammler. Das müssten wir jetzt eigentlich auch noch mal machen. Nee, das ist schon. Der ist schon auf komplett, siehste. Momentan ist es nass. Nur... Ne? Also, ich glaube nicht, wir haben zu keiner, also, wir haben zu keinem Zeitpunkt befürchten müssen, dass wir sterben. Ich bin aber auch froh, bin ich ganz ehrlich, dass ich vorhin auf die glorreiche Idee gekommen bin, alle Arbeiter lieber verhungern zu lassen und dafür aber diese Infektion zu bekämpfen, als dass wir irgendwie sterben oder Ombu sich noch unwohler fühlt. Ich hoffe, ich konnte euch das hier ein bisschen alles schön zeigen. Es ist nicht ganz so schlimm wie befürchtet. Das Ozeanbiom ist machbar, wenn man drauf aufpasst, dass Ombu gut schläft und gut ausgeruht ist und auch nicht am Verhungern. Das sollten so die vorgegebenen sein. Wie das jetzt nachher wieder wird hier mit diesen Vergiftungen und so weiter und so fort, müssen wir gucken. Ich werde bestimmt bei Gelegenheit noch mal ein bisschen weiter mitspielen mit diesem Spielstand und euch natürlich nicht im Unklaren lassen. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Däumchen unter dem Video. Ich würde mich sehr freuen. In diesem Sinne, macht's gut. Ciao und bye bye.